Mein Name ist Michael Mautner. Ich bin Mitarbeiter in der E-Bike-Erlebniswelt Erhard Mott in Lauda. Und ich bin der Erhard Mott aus Lauda, bekannt als E-Bike-Experte der ersten Stunde. Wir zeigen Ihnen unser teilbares Tauberrad Elektro-Tandem und wünschen Ihnen dabei viel Spaß und wertvolle Infos. Der große Vorteil an unserem Tauberrad-Tandem, dem Teilbaren, ist eben, dass man es teilen kann. Wie schnell so etwas geht, zeigt jetzt der Michael. Und ich unterstütze ihn natürlich etwas dabei. Michael, Malte deines Amtes. Jawohl, vielen Dank. So, um das Tauberrad-Tandem teilen zu können, benötige ich diesen Schlüssel. Ein spezieller Schlüssel, um eben diese Schellen von dem Rahmen zu lösen. Dieser Schlüssel liegt natürlich immer bei dem Rad mit dabei. Um damit zu beginnen, entferne ich zunächst die Kette. Ich drücke die Kette etwas nach außen. Tschuck, und schon ist sie unten. Zu erwähnen ist jetzt bei dieser Gelegenheit, die Kette ist mit einem Schlauch umfasst, sodass man sich die Hände nicht schmutzig macht. Die Ketten sind ja bekanntlicherweise auch ölig. So, als nächstes habe ich die Verbindung für die Elektronik, die ich auch löse. Einmal. Zweimal. Der nächste Schritt ist das Öffnen oder das Lösen der Züge von der Schaltung und der Bremse. Also das sind zwei Schaltzüge bei dem Tauberrad-Tandem durch die Vinci-Schaltung. Die wird hier über einen Drehgriff betätigt und der hat zwei Züge, die gegeneinander arbeiten. So, nun habe ich alles soweit befreit von Zügen und der Elektronik. Jetzt kommt dieser Schlüssel zum Einsatz. Ich habe auf den Rohrschellen habe ich Einkerbungen. Mit diesen Einkerbungen kann ich den Schlüssel ansetzen. Als Unterstützung oder einen besseren Halt nehme ich noch die zweite Hand dazu und kann bequem die Schelle lösen. Ich löse beide Schellen abwechselnd. So, wenn nun die Rahmenteile miteinander immer so fest verbunden sind und anfangen zu wackeln, kann sein, dass jetzt eine Verspannung dort eintritt und die Mufe löse sich nicht mehr ganz so leicht vom Gewinde. Aus dem Grund lange ich ein bisschen so in die Mitte zu und wackele ein bisschen hin und her. Macht dann meistens immer derjenige, der beim Tandem mitfährt, weil sonst schon eh nichts zu tun. So, sieh da hat sich schon eins gelöst. Und ich noch ein bisschen runter. Jetzt. Ja, jetzt, das war's schon. Die Wumpe schon ist auseinander. Dieses Teil ist sehr leicht, also man konnte es locker anheben, auch jemand, der nicht ganz so kräftig ist. Probieren wir das hier vom Gewicht. Auch leicht. Ja, auch leicht. Und wenn man jetzt noch den Akku raustäte, wäre es mal leichter. Machen wir. Also das Gewicht ist, könnte auch ja, eine schwache Frau hochheben. Ja. Oder ein schwacher Mann, je nachdem. So, wir zeichnen jetzt einmal, wenn man das Rad in den Kofferraum legen würde, dann würde jetzt zum Beispiel der Lenker vom Stürmer, weil der noch quer steht und hinten natürlich auch, den können wir jetzt mittels einem Imbusschlüssel auch noch auf die Seite verdrehen. Moment, öffne mal das nochmal. Die Klemmschrauben. Wenn man weiß, dass es so bequemer ist für sich, dann kann man das natürlich schon machen, bevor man das ganze Tandem zerlegt.
Einmal. Und wir nehmen auch noch mal gerade hinten den Sattel raus. So. Gut. Es gibt natürlich auch Faltpedale oder abnehmbare Pedale, sodass dann der Teil des oberen Teil des Tandems wirklich komplett flach auch auf dem Boden läge. So. Und wenn man dann hier jetzt noch einen Deckel drüber tut und noch das zweite Teil, dann sind die geschützt und ein recht kleines Volumen braucht man dann nur. Also passt eigentlich in den Kombi. Kofferraum, weil man legt es einfach mal so drüber und drückt es an. So in etwa, ne? Da findet man schon irgendwie ein Plätzle. Also gut. Wir haben von beiden Teilen, sowohl hinten als auch vorne, die gleichen Maße. Also ist kein Teil länger als das andere. Sind beide 1,24 Meter geteilt. Weißt du das? Ja, gut. So, dass ich mir also auch keine Gedanken machen brauche, welches Teil muss ich zuerst irgendwo hineinlegen. Alles die gleiche. Moment, warte, ich hole den Bäcker. Manche führen sich auch gesagt, manche führen sich vor, dass man zu lang braucht zum Zusammenbauen. Aus dem Grund stelle ich jetzt mal den Wecker auf 12 Uhr. So. Und dann gucken wir mal, wie lange das weitergeht. Also. So. So, einmal. Also, das sind hier, ach, ich sag's nur noch, das sind hier zwei Konusse, die dann hier reingehen und sich da drin fixieren. Drum passt es auch ziemlich schnell, das Gewinde. Gut ist halt jemand, der dabei ist und das noch ein bisschen hebt. Ich habe es auch schon oft alleine gemacht, geht auch. Ist immer nur eine Frage von Routine, wenn man es zwei, drei Mal gemacht hat. Dann kennt man die Tricks und Handgriff. So, wir ziehen es nochmal gerade fest. Ja. Auch wichtig zu erwähnen, beim Fahren, also wenn man es zusammengeschraubt hat, sollte man beim Fahren dann nochmal so nach 30, 40 Kilometer nochmal anhalten oder mal nachziehen. Schadet nichts. Meistens geht es dann oder Achtel und Zehn oder so. So, gut. Ich stelle schon mal den Lenker gerade. Ich nehme jetzt wieder die Schaltzüge und die Bremszüge. Man kann hier definitiv nichts verwechseln, da die Schaltzüge so angelegt sind von der Länge, dass ich also immer den richtigen Schaltzug zueinander finde. Also wenn man ein bisschen geschickt ist und ein bisschen kleiner, gell, wie mir zwei, und kann das so drunter gucken, ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber eigentlich kann man es auch fast blind machen. Ne? So, Michael, du bist sehr geschickt. So, als letztes haben wir noch die Stromversorgung. Das sind einfache Stecker mit Pins, da kann man also auch nichts verkehrt zusammenstecken. Übrigens ist es gut, ab und zu hier mal Kontaktspray reinzusprühen in diese Kontakte. Muss man ja sowieso, wenn man es zerlegt. Damit einfach, wenn doch irgendwann mal Feuchtigkeit eindringen sollte, dass es da nicht zu Kontaktfehlern kommt. So, das haben wir. Jetzt die Kette. Als letztes noch die Kette. Das scheint ja am schwierigsten zu sein, diese Kette, gell? Also, ne, wenn man das so ja. Sich überlegt, wie das jetzt wohl geht.
Man kann hier natürlich auch bequem wieder zu zweit arbeiten, geht natürlich auch, man kann es aber auch alleine. Ich meine, ich verspür so allein, wenn der Zweite, der bringt dann womöglich noch die Finger und die Kette. Also das soll immer zugucken und bebe vielleicht, dass es klappt. Wichtig ist natürlich beim Tandem, dass die Pedale zum Schluss eine und eine und die gleiche Stellung haben. Ja, damit man synchron tritt. Ist aus dem Grund wichtig, wenn man in die Kurve geht, dass zum Beispiel die Pedale immer gleichmäßig oben oder unten sind. Das wäre fatal, wenn der Fahrer zum Beispiel, dessen Pedal oben steht, da geht eine Linkskurve und da sozusagen, der hat das Pedal unten, dann knallt es ein bisschen. So, zack. Oh, und passt super. Manchmal ist es um den Zahn versetzt, da macht man einfach die Kette nochmal runter und probiert es noch einmal. So, dann haben wir noch den Sattel. Okay. So, ich ziehe es fest. Jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Wie lange haben wir gebraucht? Mit erklärter Rede und so weiter, 5 Minuten. Also ich denke, das ist schnell. Was ist denn jetzt der weitere Vorteil, Herr Mott? Ja, Michael, ich will es uns verraten. Das teilbare Taubergrad-Tandem wird mit einem Brose-Motor ausgestattet. Brose ist ein Berliner Hersteller, dort werden auch die Motoren gebaut. Und er zeichnet sich aus durch, ich zeige es mal hier, das ist der Motor, ein sogenannter Mittelmotor, und er zeichnet sich aus durch ein unglaublich hohes Drehmoment. Man spricht bei Mittelmotoren von Drehmoment, von der Kraft, die der Motor hat. Und bei Brose sind es sogar 90 Newtonmeter. Andere Produkte, geht es los mit 40, 50, 60, der hat 90 Newtonmeter. Braucht man auch beim Tandem? Denn es könnte ja sein, dass einer schwach ist und man aus dem Grund ja auch die Unterstützung, die mehr Unterstützung braucht. Ja. Der nächste Vorteil von diesem Motörchen ist, er ist so leise, dass man nicht hört. Also wenn man den einschaltet, dann hörst du einfach nicht. Kommt daher, dass das Getriebe über einen Zahnriemen angetrieben wird. Also nicht eine Verzahnung, die dann ineinander läuft, ja, und dadurch Geräusche verursacht, sondern es geht über einen absolut leisen Zahnriemen. Jo, der nächste Vorteil ist, wir haben hier einen sehr starken Akku, also starker Akku mit viel Kapazität. Der Akku ist der Tankinhalt. Jetzt gucken wir mal, wie viel der so hat. 612 Wattstunden. Das ist viel. Frag mich mal, wie weit man da damit kommt. Wie weit komme ich denn mit diesem Akku? Genau, also jetzt machen wir mal sauber, eine Perle. Zu zweit unterwegs, hügeliges Gelände, einer so ein bisschen schwächlich, würde ich sagen, man schafft auf alle Fälle 70, 80 Kilometer. Und das ist richtig viel. Wow. Und nachladen kann man das ja auch, also wenn man unterwegs nachladen tut, ne, ja, während der Mittagspause, dann das geht. Das geht. Und man kommt etwa pro Stunde 20 bis 30 Kilometer weiter, also pro Stunde nachladen. Ja. Und probieren mal, ist relativ leicht. Ja, ist gar nicht so schwer. Das ist Lithium-Ionen-Technik aus dem Grund. Und kann ich den Akku auch laden, wenn er nicht am Rad ist? Naja, freilich hier, über diesen Steckkontakt. Ich hole mal vor das Ladegerät her. So, hier ist das Ladegerät. Das ist auch recht leicht, das hat vielleicht so 400, 500 Gramm. Ja, mach doch mal daneben die Abdeckung weg. So. Und dann sieht man hier, das geht nur in einer Position rein. Hier ist eine Einkerbung, hier sind zwei Einkerbungen. Und dann schon. Und schon sieht man, aha, da geht man Birnle an, als würde es laden, täte der Stecker in einer Dose stecken. So. Immer. Setz ihn doch mal rein, Michael. Muss ich beim Einsetzen was beachten? Eigentlich nicht. Einfach mal probieren. Es gibt nur einen Weg da rein.
Schub, Schlüssel abschließen, jawohl, und abziehen. Warum der Brose-Motor auch so beliebt ist, ist die einfache Bedienung. Und zwar hat man hier einen Schalter nach oben, nach unten, Pfeil, da sieht man, aha, Cruise, das ist die Sparversion, also da kann man dann sehr sparsam große Strecken überwinden. Natürlich mit weniger Unterstützung. Drückt man einmal drauf, dann kommt Tour, da geht es schon richtig flott vorwärts, also über 20 km/h. Und Sport würde man dann nur betätigen, wenn es den Berg hoch geht und noch maximale Unterstützung braucht. Ja. So, wieder zurück, Tour, Cruise oder ganz aus. Habe ich da auch eine Schiebehilfe? Ja klar, freilich. Und zwar, wenn man ganz ausschaltet, ja, also dass keine Unterstützung mehr da ist, und drückt dann auf den Pfeil nach unten und bleibt drauf. Und siehe da, das Hinterrad bewegt sich. Und das kann man jetzt langsamer oder schneller laufen lassen, indem man hergeht und verdreht einfach die Schaltung. Dadurch verändert sich aber nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Kraft des Schiebens. Okay. Die Anzeige zeigt gleichzeitig den Akkustand, ne, das siehst du, ja, wie voll oder leer das ist. Und man sieht, wie weit das Rad vorne ist, Trip, Durchschnittsgeschwindigkeit, Gesamtstrecke. Oh, okay. Also ist eine tolle Sache, wirklich. So, dann haben wir natürlich noch einen Vorteil bei dem Tandem, das ist die Schaltung. Ja. Bei der Schaltung haben wir die Novinci-Schaltung. N380, wichtig. Eine stufenlose Schaltung, ein stufenloses Planetengetriebe. Mhm. Sitzt hier drin, also da kann man sich das mal angucken. Und es läuft auch in einem Ölbad, sodass das auf Dauer geschmiert ist, wartungs- und pflegefrei. Und was das Schöne daran ist, ist die einfache Handhabung, Bedienung dieser Schaltung. Ich habe keine Hebel mehr, ich habe nur noch einen Drehgriff, der am Lenker vorne sitzt, den ich einfach nach oben oder nach unten drehen kann, bis der jeweilige Widerstand da ist. Zeitgleich habe ich eine Anzeige mit einem Männchen auf dem Fahrrad, das den Berg nach oben fährt, wenn ich nach vorne drehe oder nach unten drehe, auf gerader Ebene. Somit habe ich entweder einen schweren oder einen leichten Gang. Der Unterschied zwischen der leichtesten Übersetzung, also der kürzesten Übersetzung, wenn man den Berg hochfährt, und der schnellsten beim Berg runterfahren, dieser Unterschied sind 380%. Im Vergleich mit 10 oder 11 Gang Kettenschaltung hätte es 330-340%, eine 8 Gang Schaltung etwa 310 und eine 7 Gang Schaltung 250 etwa. Also das bedeutet, eine Novinci Schaltung hat eine breitere Übersetzung, eine größere Entfaltung, wie zum Beispiel eine Kettenschaltung oder normale Nabenschaltung. Der wesentliche Vorteil ist aber noch der, dass man beim Drehen schalten kann. Also selbst mit Kraft der Berg hoch, der Motor unterstützt ja auch noch, kann diese Schaltung betätigt werden. Und das ist ungewöhnlich, denn eine normale Nabenschaltung, da muss man kurz aufhören im Drehen und schalten. Dahinter ist sozusagen, weiß das aber nicht, dass der Vordere schaltet. Aus dem Grund ist es hier völlig einfach und ideal. Also für den, der zum ersten Mal ein Tandem fährt mit dieser Schaltung, das ist einfach das Beste, was es gibt derzeit. Noch ein großer Vorteil von unserem Tauberrad-Tandem sind die Scheibenbremsen. Und zwar, das Fahrrad ist immerhin auf 240 Kilo zulässiges Gesamtgewicht ausgelegt. Das bedeutet, es muss ja auch abgebremst werden, wenn man schnell den Berg runterfährt. Aus dem Grund setzen wir Scheibenbremsen ein. Das Besondere ist, Michael? Das sind Bremsen, Scheibenbremsen mit einem Durchmesser von 200 mm. Also schon recht breit. Und diese Bremsen kommen aus dem Cargo-Bereich. Also Lastenräder,
die normal auch eingesetzt werden mit viel Zuladung und so. Genau. Und von denen hat man das entlehnt, weil die eben auch mit Seilzug betätigt werden können. Ja. Eben zum Teilen. Ne? Man könnte aber, wenn man viel Gepäck mitnimmt, permanent oder schwere Personen drauf sitzen und viel Berge fährt, könnte man auch vorne sich eine hydraulische Scheibenbremse wünschen. Also ich habe sie bisher noch nicht als notwendig empfunden, aber so schwer bin ich auch noch nicht. Michael, einer der Vorteile doch von unserem Tauberrad-Tandem ist die unglaubliche Verstellmöglichkeit von Sattel und Lenker. Also wir verkaufen das wirklich sehr häufig aus dem Grund, weil es auch für Personen geeignet ist, schon von 1,40 Meter ab hinten zum Beispiel, ja, bis 2 Meter oder so. Wir zeigen Ihnen jetzt einmal, was man da überhaupt alles verstellen kann. Und zwar vorne, schon mal, das ist klar, man hat hier die Möglichkeit, den Sattel hoch und runter zu machen. Das ist so eine Art Teleskopstütze, also die geht schon mal hier so weit raus. Also man sieht hier eine Markierung, die hört hier auf. Also wäre das dann da und hier noch einmal. Also, das ist schon riesig. Gut, also mache ich mal da wieder rein. Also vorne können Riesen drauf sitzen. Und eine der genialsten Erfindungen, die ich kenne, was Fahrradlenker anbelangt, ist dieser hier. Und zwar hat er die Möglichkeit, dass man diese Griffe schwenken kann und hoch und runter stellen. Das ist unglaublich. Also, schauen wir mal ran. Also ich kann hier individuell hoch oder runter machen. So was haben wir auch schon erlebt, dass ich mal komme. Wenn wir den Unterarm quälen, haben wir hier ein Rohr. Mund hier, dann konnte ich hier so den Arm rein und rausstecken. Dann hat man den in so eine Position gebracht, den einen Bügel. Der andere war dann normal. So, also man sieht, man passt es wirklich so an. Michael, du sollst mal ein bisschen demonstrieren, wenn ich da so drauf setze. Also, der hintere, der kann wirklich so fahren, wie es ihm behagt. Ohne, dass er eine Verspannung kriegt im Schulter- oder Armbereich. Also, das ist eine tolle Sache. Dann kann man sogar den Lenker nach vorne und hinten stellen. Auch hier wieder Klemmschraube, zweimal mit Imbus. Lösen wir das hier und siehe da, ich kann das nach vorne und hinten machen. Also ist schon wirklich klasse. So, ich mache es gerade wieder fest. Dann kommt der Sitz hinten dran. Und zwar original wird der auch wieder mit einer Teleskopsattelstütze geliefert. Also hier kann ich rein und raus gehen. Der Nachteil ist bei dieser Konstruktion jetzt so, da passen höchstens Leute drauf. Ich muss mal runter. Wenn man mal sagen, noch bis 1,60 Meter oder 1,65 Meter und weiter runter geht er nicht. Aber wir haben uns was einfallen lassen. Und zwar, wenn kleinere Personen kommen, muss man drei Dinge berücksichtigen. Erstmal, der Sattel muss wesentlich weiter runter. Geht im Moment nicht, weil er hier anstößt am Gepäckreicher. Zum anderen werden aber dann auch die Drehkurbeln zu lang. Denn so kleinere Menschen können ja nicht so eine große Umdrehung machen. Also öffne ich jetzt hier diese Klemmschrauben. Ziehe die Sattelstütze raus und nehme eine, bei der der Kloben nach vorne montiert werden kann. Und siehe da, jetzt geht der Sattel bis da nicht runter. Also jetzt konnte ein kleines Kind sogar hinten drauf sitzen. Gell? Damit die Person hinten nicht so eine riesige Bewegung mit den Beinen machen muss, gibt es eine Drehkurbelverkürzung. Das ist dieses Teil. Dann wird es hier einfach angeschraubt und kann jetzt stufenlos
an dem Pedalarm geklemmt werden. So passt man dann praktisch die Beinlänge an die Pedallänge an der Rücke. So. Also alles in allem, das Fahrrad ist multipositional, oder wie kann man denn das sagen? Ja. Und kommt immer für jede Person geeignet. Ja. Ja. Vielleicht können Sie da auch dazu. Sie haben bei uns noch die Vorteile, dass wir sehr schönes Zubehör haben für Tandems. Da zeige ich Ihnen jetzt mal welche, die mehr Sicherheit bieten, zum Beispiel, oder Komfort. Michael führt jetzt mal eine Täschle vor, wo man ganz bequem und gut auch ein Ladegerät mitnehmen kann. Genau. Das ist so ein Täschchen, sehr robust, trotzdem dennoch sehr leicht. Ich habe keine große Mühe, diese Tasche ohne Schrauben an diesem Gepäckträger zu befestigen. Das heißt, ich setze diese Tasche hier auf. Ich habe auf jeder Seite diese Klettbänder. Mit diesen Klettbändern oder diese Klettbänder führe ich in den Gepäckträger rein. Durch. So, das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Somit habe ich eine Tasche, die fest am Rahmen verbunden ist. In dieser Tasche habe ich Platz für das Ladegerät zum Beispiel. Jetzt muss der Reißverschluss gehen. So. Ah, Hokus Pokus. Da ist das Ladegerät. Habe dennoch noch enorm viel Platz. Der Faltenball, ich zeige Ihnen mal den Faltenball. Also da gibt es weitere Reißverschlüsse öfter mal hier noch. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Jacke reinstecken will oder so, von oben her. Also ich habe hier wirklich noch mehr Volumen. Das ist ein sehr robustes Material. Dennoch gibt es separat auch hier einen Regenschutz dazu. Ja, und somit Hokus Pokus gibt es nämlich noch. Die Außentasche. Es passt auch da noch was rein, also die Badehose zum Beispiel, gell? Feuchte, nasse Socken, Feschbar etc. Ja, das ist okay. Also, ich mache ein bisschen was runter. Schön. Also eigentlich eine Tasche, die jeder braucht. Ja. So, irgendwie. Und hier noch ein Schloss. So ein Tandem, das ist ja auch wertvoll irgendwie. Ich kann mir es nur nicht vorstellen, dass es einer klauen will, weil das fällt ja auf, wenn einer alleine ein Tandem fortfährt. Es sei denn, er nimmt sich noch einen mit und stiehlt ihn, die Braut oder so. Hier ist eine schöne Position für dieses Faltschloss. Da sind auch schon gleich Schrauben angebracht. Die Halterung kommt drauf und wenn man es braucht, nimmt man es dann raus, faltet es auf und schließt dann sein Fahrrad. Vielleicht an den Ständer oder das Hinterrad abholen. Und dann steckt man es einfach wieder rein. So. Noch eine schöne Sache ist unser Spiegel. Es ist nämlich ein Parabolspiegel, der hier am Lenkerende angebracht wird. Und von wo aus dann der Fahrer einen optimalen Blick nach hinten hat, ohne nämlich seinen Kopf verdrehen zu müssen. Und das ist nämlich beim Tandem so eine Sache, erstmal musst du gucken, ob dein Sozius noch drauf ist, gell? Und was er so macht, manchmal. Und auch im Verkehr, wenn man da so fährt, und ist immer spannend, was man da so sieht, was sich manchmal hinten abspielt. Wenn man nun alle Vorteile zusammenfasst von unserem Tauberrad, teilbaren Tandem, kann man sagen, die Einsatzmöglichkeiten sind unwahrscheinlich groß. Fangen wir auch schon mal mit den Größen an, von den Personen. Also ich bin 1,89 m, also da können auch 1,90 m Leute drauf oder 2 Meter. Geht runter bis bestimmt 1,40 m. Es können schwere Leute drauf. Wir haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 240 Kilogramm. Man kann es nehmen für Tagestouren, wenn man einfach mal einen Ausflug macht oder mehr Tagestouren. Dann packt man Gepäck hinten drauf, zum Beispiel hier eine Dreifachpacktasche.
Man ist ja zu zweit unterwegs, muss man also auch was unterbringen. Oder man kann auch vorne einen Lowrider-Gepäckträger anbringen. Man kann unser teilbares Tauberrad-Tandem mitnehmen im Auto, im Kofferraum zum Beispiel, oder im Kombi, wenn man es schön reinschiebt. Dann passt auch noch weiteres Gepäck mit rein. Auf den Heckträger natürlich, dann geteilt, passt auch schön drauf. Im Wohnmobil selbstverständlich, Wohnmobil, ich nehme gern das Fahrrad, in der Garage zum Beispiel, oder man teilt es und stellt es innen rein, ob das ein Caravan ist oder ein Wohnmobil, und fixiert es mit Bändern, sodass es transportsicher ist. Im Zug natürlich kann man es auch mitnehmen, denn das gilt als Gepäckstück, kostet also nichts, man kann es teilen, also alles, was teilbar oder faltbar ist, ein Fahrrad ist ein Gepäckstück und ist dadurch frei. Ja, zusammenfassend, das war es, glaube ich, ganz gut einmal. Natürlich, das Tauberrad ist auch besonders für bergiges Gelände geeignet. Denn durch den starken Rosemotor, den wir drin haben, und durch die Novinci-Schaltung, können Sie auch zu zweit Berge hochfahren, auch wenn einer ein bisschen schwächer ist, die man normalerweise als Tandemfahrer nicht bezwingen kann. Ja, wir hoffen nun, dass es Ihnen Spaß gemacht hat zuzugucken, dass Sie dabei was gelernt haben, dass Sie sich dann auch für das richtige Tandem entscheiden, und freuen uns, wenn Sie unser Kunde werden. Also, bis bald!